Ja, mache ich auf. Hätte ja passen können. Ach Mensch. So komme ich jetzt aus. Ja. Schaffe ich das gleiche auf der anderen Seite? Zweimal runter, gerade um die Ecke. Nochmal runter, nochmal runter. Oh, das könnte passen. Da brauche ich sogar diesen einen Zwischenschritt noch machen. Habe ich nämlich einen Zwischenschritt gemacht? Ja. Weil den brauche ich zwar nicht, den mache ich aber trotzdem an der gleichen Stelle. Weil ich es kann. Ich weiß, es gibt noch keinen Ausgang. Ich öffne trotzdem schon mal. Ich bin böse. Nein, nicht wirklich. Alter, wie schnell meckerst du denn, ey? Alter Schwede. So, runter. Dann kann ich die schön zusammenführen hier unter der Bahn. Auch wenn ich absolut nichts sehe. Selbst das hilft nichts. Gut. Warte mal, da konnte ich aber etwas sehen. Sind die jetzt zusammen? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. Ich sag einfach mal ja. Ich bin aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, meine ersten Leute fahren mit der Bahn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bitte keiner durchgehen. Okay. Man konnte auch irgendwo die Events sehen, genau. Was habe ich denn jetzt alles verpasst? Also, sauberster Park, das kenne ich schon. So, Kinderachterbahn, Irrgarten, luftbetriebene Vertikalbahn und Fliegenacht. Das ist, welche ist das? Die hier, oder? Ah. 7000. Ich glaube, hier nehme ich sogar mal das vorgefertigte Modell. Falls ich es hier unten hinbekomme. Was noch nicht so gesagt ist. Passt sogar. Noch unter der anderen her. Gefällt mir die Position. Eigenartige Achterbahn. Warum bist du im römischen Stil? What the fuck, Mann? Da. Wir sind hier im. Nee. Nicht bei der Asiaten. Holzeingang? Naja. Ich lasse trotzdem mal. Wie komme ich denn hier weg überhaupt? Immer dieses Problem mit den Eingängen. Ja, ich bin doch überhaupt nicht über... Ah doch, wohl da. Ich dachte schon, ich bin überhaupt nicht über der Achterbahn. Oh, das kommt nicht hin. Kann ich einen früher nach unten? Natürlich nicht. Warum mache ich mir überhaupt Hoffnung? Ah. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich hier nicht anders rauskomme. Kompakte, umgekehrte Bahn. Bei Wegen kann man sich merken, die müssen immer zwei Reihen höher sein, als wo sie rüber wollen. So viel kann ich sagen. Hier werde ich mal einfach das Tor benutzen. Die beiden freimachen. Dann können die Leute sogar fast vom Aus... Ja. So, und dieser Typ da, der da, ist ein Grund, warum ich immer diese Schilder aufstelle mit von wegen, ihr sollt da nicht lang gehen. Was, du hast da nichts zu suchen, Kollege. Komm, komm her da. Komm. Du hast da nichts zu suchen. Danke. Oho. Hier sind doch ein paar mehr Kotzflecken zu sehen. Ich glaube, ich brauche noch den ein oder anderen Handyman. Machen wir doch mal. Einfach mal ein wenig verteilen, die Leute. Ups. Mechaniker wäre vielleicht auch nicht schlecht, da mehr zu haben. Und weg.
So, und wieder mal speichern. So nervig es auch ist. Die scheinen aber ganz gut besucht zu sein hier. Ich möchte aber noch eine Sache einstellen. Ist mir gerade noch so eingefallen. Und zwar möchte ich eine Höchstwartezeit einstellen. Von... Machen wir 40? Ne, 40 ist zu lang. Ich glaube 20 klingt gut. 20. So. So, ist schon einmal rumgefahren, dass ich die Ergebnisse sehe. Oh, oh man. Ich sehe ein Problem auf mich zukommen. Von kotzenden Leuten. Hier kriegt der Ausgang direkt mal ein paar Bänke spendiert. Hier kann ich auch noch welche einbauen, fällt mir gerade ein. Noch mehr, da habe ich noch mehr. Kommen jetzt eigentlich die von dem... Ja, muss ja. Sonst hätten die sich schon beschwert. Was denken denn so meine Leutchen? Park ist aufgeräumt, mir ist... Oh mein Gott. Na gut. Ich habe fast nur Attraktionen, die irgendwie... einen hohen Intensitätswert haben. Hm. Muss auf Toilette. Mir geht das Geld aus? Ich habe einen Geldautomaten da stehen. Ist der zu? Ich hoffe ja nicht. Da. Geldautomat. Funktioniert super. Fällt mir gerade ein. Wie sieht das denn aus? Hätten wir das Ziel erreicht? Wir haben es übertroffen. Und zwar doppelt. Wir sollten 100.000 erreichen, haben aktuell 200.000. Aber wir müssen noch warten. Es geht nachher wieder runter. Also ich muss spätestens am Ende des nächsten Jahres dann nochmal irgendwie schnell was bauen, sehr wahrscheinlich. So, Gewinn passt. Geld, ja, ist klar. Wie sieht es denn mit dem Besucher aus? Da könnte ich mal wieder vielleicht eine... ich könnte vielleicht mal eine Kampagne starten, um ein paar mehr Leute zu kriegen. Ein paar Bewertungen hingegen ist ja super. Und ich kann den Preis erhöhen. Dafür, dass er so ein Krater ist, ist das Ding schon gut vollgebaut, wie ich finde. So, ich könnte hier hinten, das werde ich auch tun, noch eine Fressmeile machen. Fress, Mampf, oh yeah. Und zwar, genau, hier. Hier ist Farbe schwarz, wobei, nö, Farbe blau. Okay. So, was hatten wir da drüben? Eine Frittenbude. Dann machen wir hier einen Waffeleisstand. Ich habe mich schon immer gewundert, ob so Eisstände abhängig von der Jahreszeit sind. Ich meine, es wäre ziemlich blöd, wenn nicht, aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe es nie nachgeprüft. Ein Geldautomat. Und Toiletten. Nicht zu vergessen. Bitte auch so, dass die Leute reingehen können. Souvenirstand könnte ich auch noch bauen, wenn hier Platz wäre. Da muss ich Platz schaffen, aber nicht da, sondern... Alter, jetzt gleich wieder alles durch. Das hier was haben. Souvenirstand. Da. Und zwar auch hier. Blau. Wie sieht es überhaupt mit unseren... Fressbuden aus. Da ist noch irgendwie was geschlossen. Softie-Stände habe ich beide nicht eröffnet. Ich bin ja ein Held. Ein richtiger Held. Machen die wenigstens Gewinn? Ne, die beide sind neu. Die anderen machen Gewinn. Das ist schon mal gut. Und meine anderen, der Geldautomat. Na gut, der kann ja nur Verluste machen. Aber die anderen machen Gewinn. Das ist gut. Ja gut, dass ihr nur verliert, ist auch klar. Wie sieht es denn mit Popularität aus? Bewegungssimulator. Wieso ist der immer so hoch? Es gibt praktisch nichts Besseres als ein Bewegungssimulator in so einem Park. Ja. Aber ich sagte ja schon mal, der ist einfach nicht so rentabel, weil die Fahrzeit so lange ist von so einem Teil. Und zwar... Steht gar nicht. Ich habe gehofft, hier steht's. Ne, steht leider nicht da. Auf jeden Fall zu lang. So viel kann ich sagen. Ausfallzeit würde mich noch interessieren. Da, Ausfallzeit. Enterprise, ist das hier, oder? Ja.
Dann werde ich hier die Wartung mal auf alle 20 Minuten stellen. Vielleicht hilft's. Und die Dinosaurier-Eier. Gut, die sind aber auch schon am längsten dabei. Das war meine erste Attraktion im Park. Jetzt habe ich hier so eine weirdo Konstruktion von Achterbahn, ey. Das sieht total kaputt aus. Super verschwenderisch eigentlich, aber egal. Ging halt nicht anders. Was ist das hier? Eine Trilobitenboote? Trilobiten? Ja. Die Wagen in Form von Trilobiten fahren auf einer kurvenreichen Achterbahnstrecke mit steilen Gefälle, Wasserspektakel und sanften Flussabschnitten. Ha. Oh. Oh. Gibt sogar ein richtig schönes hier. Jetzt ist nur das Problem. Passt null. Passt einfach null. Wie teuer wäre das? 7000. Je höher die Stützen, desto teurer. Eine Gigabahn, okay. Plan zurück, Plan zurück. Gigabahn. Wobei, Gigabahnen haben so einen Nachteil. Die heißen nicht umsonst Giga. Die sind aber riesig. Und warum viel Geld? Sieben, ja. Die passt so gerade eben in den Park rein. Nee. Keine Gigabahn. Aber hier, kompakte umgekehrte Bahn. Das ist die, wo man... Gibt's hier diese einfach ganz normalen Schrauben? Ja, die gibt's hier. Komm, weil es so schön ist. Nächste Bahn bauen. Kriegt man irgendwie hier noch ein bisschen verwurstelt, dass ich ein bisschen durch kann. So durch den Looping zum Beispiel. Schaffe ich. Irgendwie schaffe ich das. Hoffe ich. Dam, da, dam, dam. Jetzt erstmal gucken, wo ich die Ein- und Aus... Ein- und Ausgangsbahn mache. Ja. Die Station. Danke. So heißt das. Kann ich die Station schon durch den Looping machen hier? Das wäre weirdo. Passt das in beide Richtungen? Ja. Ja, doch. Da machen wir so komplett weirdo Achterbahn hier. Die ich sowieso nie im Leben irgendwie passend hinkriegen werde. Nie im Leben. Ugh. Fängt der jetzt schon an. Warte mal, wenn ich noch einen länger baue, müsste das doch passen. Wenn ich jetzt hier die Kurve mache, die kleine, sehr schön. Okay. Ich möchte jetzt aber, wenn möglich, nicht so viel Platz verbrauchen und irgendwie hier in der Nähe der anderen bleiben. Huch, wo komme ich denn da durch? Oh, komm schon. Oh, ne. So. Boah, wie geil ist das denn? Anfang gefällt mir schon mal. wie hoch gehe ich denn? Nicht so hoch. Lieber. Er ist ein runter. Oh, warte. Hier gibt es doch die geilen Sachen. Und zwar ein Inline-Twist links. Und jetzt eine Halbschleife. Wie tief wärst du? Inline-Twist. Irgendwie reicht... Ich reicht's nicht, aber irgendwie hilft es nicht, die Höhe zu erhöhen. Wenn gleichzeitig auch der Untergrund steigt. Da muss ich irgendwie vorher noch nach rechts. Ne, da werden die Leute ja bescheuert. So, und jetzt eine halbe Schleife. Ah, sehr schön. Oh yeah, baby. Hehe.
direkt wieder eine halbe Schleife rein. Wäre geil. Müsste passen, ja, von der Theorie her. Wobei ich gar nicht so ganz verstehe, wie das eigentlich sein kann, dass ich tiefer bin als vorher. Kein Plan. Wird seinen Grund haben. Ich möchte ein Fahrtfoto haben. Bam! Da fällt mir noch ein. Ich habe hier gar nicht eingestellt. Welcher Fahrpreis überall? Machen wir mal. Und wenn ich jetzt so echt wäre, so freizeitparkmäßig, müsste ich das Fahrfoto auf, weiß ich nicht, 15 Euro stellen oder so. Aber so assi bin ich ja mal nicht. Oder doch? Nein. So, jetzt wird es langsam kompliziert. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nur mal im kurzen Test. Würde ich über die drüber kommen? Nö. Dann gehe ich einfach mal noch ein bisschen höher. Schade. Kommen wir noch einen höher. Vielleicht passt es jetzt. Wo bin ich jetzt von der Position her? Dass ich hier nicht in Bedrängnis komme. Also, so im Bedrängnis, wie ich jetzt gerade bin. Schade. Kriege ich irgendwie eine Kurve hier hin? Wo bin ich denn dann? Ich kann die Position gerade einfach null bestimmen hier. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Nichts gegen mich, aber das sollte nicht hinkommen. Oder?